Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing von der Glossybox in der Limited Edition mit Barbie. Es ist so cool. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Also, Glossybox haut gerade raus, ne? Also, wenn dieses Video online kommt, danach gab es nochmal die Birthday Edition, dann gibt es jetzt auch noch hier die, also ich drehe jetzt heute am 24. August, ne? Am 28. kommt der Adventskalender raus, also richtig krass und ich weiß gar nicht, ich glaube, die kommen auch gar nicht so richtig mit dem Versenden hinterher, oder? Es ist der Wahnsinn, was die haben jetzt gefühlt jede Woche im August eine neue Limited Edition rausgehauen. Gut, es ist der Geburtstagsmonat. Wahrscheinlich wollen die einfach den Abonnenten ordentlich einen zurückgeben. Was ich persönlich cool finde, ne, weil solche Boxen kosten 35 Euro für Abonnenten und 45 Euro für Nicht-Abonnenten. Und weil ich halt eine Kooperation mit Glossybox habe, habe ich den Code CLAUDIALIMITED. Damit könntest du, wenn du kein Abo hast, 5 Euro sparen, also die Box für 40 Euro bekommen. Steht aber auch alles nach meiner Infobox. Ich feiere das. Also Barbie ist für mich einfach so ein... Also tatsächlich, für mich ist die Barbie... ein Kindheitsheld. Kann man das? Ja, das kann man so sagen, ne? Ich habe es geliebt, ich habe Barbie so sehr gemocht. Es ist natürlich eigentlich so ein falsches Ideal, weil, also man darf sich, habe ich persönlich übrigens nie gemacht, ne? Man darf sich niemals halt von dieser Statur der Frau ablenken lassen oder, ne, auch diese Gesichtsverteilung quasi, so riesige Augen und diese Lippen und so. Wollen wir gar nicht drüber reden, dass das eigentlich alles ein bisschen schwierig ist, aber... ich fand die toll. Ich fand das toll, damit zu spielen. Ich fand das schön, dass man sie frisieren konnte, dass man, ne, so... oh, ich hab's einfach geliebt. Da konnte ich Mädchen sein. Ja, denn das andere, was ich so an Spielzeug hatte, war doch eher so jungsorientiert und da konnte ich Mädchen sein. Und passend dazu habe ich mich auch... gut, ich habe gleich Mädelsabend und so, ne? Mir hier so ein Gedönsel ganz mädchenhaft gemacht heute. Und auch ein mädchenhaftes Kleid. Aber hier ist ein Junge drin, Leute. Wir wissen Bescheid. Genau, und... ja, deswegen passte das einfach, als dann heute DHL die Glossybox, ach Quatsch, die Hermes hat die Glossybox geliefert. So, ach so, ich habe eine selber gekauft, weil ich ja auch selber ein Abo habe und so weiter. Und dann habe ich auch noch eine von Glossybox zugeschickt bekommen. Und deswegen verlose ich eine von den beiden Boxen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau gerne mal vorbei. Und jetzt möchte ich reingucken. Hier haben wir einmal den Deckel, also, ne, das ist ein Deckel. Und dann habe ich hier ganz viel Barbie drin stehen. Barbie, Barbie, Barbie auf dem Schleifchen. Und das hier ist das Heftchen, wo drin steht, was drin ist, beziehungsweise der QR-Code, der uns dazu führen wird. Das werden wir uns gleich auch in Ruhe mal anschauen. Ich mache die Box aber trotzdem einfach schon mal auf, dass wir so einen kleinen Teaser haben. Riechen wir mal dran? Riecht nach Papier. Okay. Merkt man, dass ich aufgeregt bin? Ein bisschen. Ich liebe Barbie. Es ist total verrückt. Also so Barbie, Hello Kitty, Winnie Pooh, ne, das sind so die Sachen, die mich triggern, wo ich einfach, also positiv, wo ich richtig Bock drauf habe und die mich halt an eine schöne Kindheit erinnern, weil meine Kindheit leider nicht ganz so nicey-peisy war, wie sie sein sollte. Aber so manche Dinge, ne, die geben einem einfach positive Vibes zurück und... es sieht hier alles schon sehr schön und rosa drin aus, oder? Mag ich gerne leiden. Wow, okay, ja, es schreit mich direkt an. Glossybox x Barbie Limited Edition. Wir gucken jetzt, was die Boxenpacker sich beim Boxenpacken gedacht haben. Und ja, meine Kamera rastet aus, weil sie nicht damit klarkommt, dass mein Oberteil weiß ist. Memo an mich selbst, weiße Oberteile hier beim Drehen anzuziehen, ist nicht die allerbeste Idee des Universums. Gucken, ob ich das nachher nachbearbeiten muss oder so, weil ich habe alles an Lichtern sonst an, wie es ist. Ne? Es ist halt draußen super hell und 32 Grad draußen. Hier drin sind es ungefähr 10 Grad wärmer, ne? Mir ist warm. Okay, also, bist du bereit für eine ganz besondere Limited Edition? Gemeinsam mit Barbie haben wir eine einzigartige Glossybox kreiert, die es in sich hat. Perfekt für die moderne perfekt für moderne Powerfrauen wie dich. Gerade nicht so viel, da ist ja Pudding am Start. Freu dich auf einen exklusiven Mix der tollsten Make-up- und Pflege-Highlights, verpackt in einer Trendy Special Design Box. In unserer digitalen Produktkarte findest du wie immer alle Informationen zu deinen neuen Beauty-Schätzen. Scanne dazu einfach den QR-Code unten auf dieser Seite. Ja, kabam, Leute. Mache ich doch mal.
Okay, be your own beauty icon. Seit über 60 Jahren inspiriert Barbie Kids auf der ganzen Welt. Doch die kultigste Puppe der Welt war schon immer mehr als nur ein tolles Spielzeug. Die Macher von Barbie waren sich der Vorbildfunktion der Kultfigur stets bewusst. Deshalb war sie Astronautin, bevor ein Mensch den Mond betreten hat. Sie war Präsidentin, bevor die erste Frau kandidiert hat. Und vieles mehr, von der Anwältin über Ärztin bis hin zu Hausfrau und Mom. Ja, voll toll, oder? In der Barbie-Welt hat Diversität bereits eine riesen Rolle gespielt, lange bevor es in aller Munde war. Seit ihrem 60. Geburtstag im Jahr 2019 scheint die Kultpuppe wieder allgegenwärtig. Barbie-Partys, ein Barbie-Film und jetzt sogar eine Barbie-Limited Edition. Stimmt! Oh Mann, wie heißen die beiden Schauspieler nochmal? Habe ich schon einiges so, ne, geteasert gesehen. Richtig, richtig cool. Bin ich super aufgeregt und freue ich mich richtig drauf. Inspiriert und angetrieben von dem Spirit der erfolgreichsten und bekanntesten Puppe der Welt haben wir gemeinsam mit Barbie eine limitierte Box kreiert, die nicht nur durch ihr Special Design Power und Inspiration transportiert, sondern auch dank der 11 ausgewählten und hochwertigen Produkt-Highlights. Mein Baby tritt mich gerade hart, deine Beauty-Routine bereichert. Dabei macht sie junge Frauen genauso happy wie die Junggebliebenen. Viel Spaß beim Entdecken und Ausprobieren. Wünscht dir dein Glossybox X Barbie Team. Ja, ich glaube, Monsieur im Bauch merkt, dass Mutti sich freut. Ich glaube schon. Mutti ist nämlich aufgeregt, kleiner Mann. So, ach, wie schön. Okay, wir gucken jetzt einfach in die Box hinein. Ne? Einfach so mal. Okay. Ja, hier habe ich das erste Produkt und das war auch ein angeteasertes Produkt von CRT London oder KIAT London. Da hatten wir schon das ein oder andere drin. Zum Beispiel das Extraordinary Loose Powder, was ich sehr, sehr gerne mag tatsächlich. Everyday Vacay, das ist eine Eye and Face Palette mit 10 Gramm. Das ist schon mal richtig, richtig schön und also dieses Pink passt natürlich zu dem Barbie-Thema, ne? Und jetzt gucken wir uns mal die Palette an. Also mein Full-Face Beauty Boxen für den Monat August ist eigentlich pickpack voll. Ich wüsste nicht, wo ich noch die Produkte unterbringen könnte. Heißt, ich denke, dass ich die dann automatisch weiterwandern lasse, genauso wie die Produkte aus der Spectrum Box, die ich ja mit euch diese Woche schon ausgepackt habe, ne, in den September. Weil ganz ehrlich, ich hab fast eine ganze Schublade schon voll, ne? Okay, also Gott sei Dank haben wir dieses Print-Gedönsen auch direkt auf der Palette. Oh, finde ich schön. Finde ich wirklich schön. Wow. Okay, Eye and Face. Face ist da wirklich schwierig umzusetzen. Klar, alle Fännchen könnte ich mir sehr gut vorstellen, um sie als Lidschatten auch zu verwenden, mit Lidschattenpinseln. Aber hier mit einem Bronzerpinsel reinzukommen oder hier ist super schwer. Ein Highlighterpinsel, gut, der ist relativ präzise, damit kommt man klar. Blush ist hier eher so ein etwas dunklerer Schimmerblush, ne? Ich kann euch die auch mal von der Nähe zeigen, so sieht die aus. Also ich finde es cool, dass sie mit drin ist. Ich finde sie auch wirklich tragbar. Ich bin jetzt mal auf den Blush kurz gespannt. Aber ich glaube, ja, wow, guck mal. Der hat so ein bisschen was von dem NARS Orgasm und auch von, also Sleek, da gibt es ja auch Rose Gold Glow heißt der, glaube ich, ne? Der ja auch ein Dupe dazu sein soll, definitiv. Den Highlighter swatche ich jetzt auch nochmal. Also fühlt sich super schön seidig weich an. Mag ich gerne leiden. Dann gönnen wir uns hier mal den Taubton einfach mal. So, und dann schaue ich mir noch einen der Bronzer an. Dann nehme ich jetzt mal den helleren der beiden. Also ich muss es ausprobieren. Dann kann ich euch da mehr zu sagen, ob das soweit dann auch funktioniert, dass man die Farben auch mit Pinseln aufnehmen kann. Oh, pigmentiert? Ja, wow. Oh, der Taubton ist schön. Auf jeden Fall. Der Bronzer, ich glaube, da habe ich gerade ein bisschen viel von aufgenommen. Also schon eine gute Pigmentierung. Das heißt, du kannst es auch wirklich alles als Lidschatten gut verwenden. Da muss man halt nur vorsichtig mit umgehen, wenn man den, wenn man das aufs Auge bringen, ach Quatsch, wenn man das aufs Gesicht bringen möchte. Aber da bist du ja eh wahrscheinlich recht vorsichtig mit deinem Bronzerpinsel oder so, ne? Oder dem Blushpinsel, weil die Fännchen wirklich so winzig sind. Ja, das ist schon mal eine nice Geschichte. Hat schon mal gut angefangen. Haben die Namen, die Farben? Ach, das steht hier hinten drauf. Gut, dann kann ich die Unverpackung nämlich auch weglassen. Dann habe ich hier als nächstes auch wieder was drin an dekorativer Kosmetik. Pixi Make-Up Fixing Mist Rose Water and Green Tea. Das müsste ich sogar noch da haben. 30 Milliliter sind hier drin. Und ja, das ist. Ich mag Rosenwasser. Rosenwasser ist eine schöne, beruhigende Kiste fürs Gesicht, ne? Und grüner Tee, glaube ich, auch beruhigend, Feuchtigkeit spenden, sowas. Und ein Fixing Spray, kannst du immer gut gebrauchen, ne? Sag ich nichts zu. Dann habe ich hier etwas drin, was
Definitiv, es ist alles irgendwie rosa und pink, Leute, ne? Können wir nichts. Das ist ein, werde ich aber nicht verwenden. Von Adele Professional Nail Addict Colored. Das sind Klebenägel. Aber ich mag es einfach super gerne, Nagellack zu verwenden und mich da auszutoben. Da verwende ich keine Klebenägel, ne? Nee. Also die werden definitiv weiter wandern. Das ist nicht unbedingt was für mich. Das hier ist eine schöne Geschichte, denn den hatte ich auch schon mal von Glossybox Skincare. Ist das der Gentle Foaming Cleanser. Den gibt es ja auch im Standardsortiment von der Glossybox Eigenmarke. Und hier ist es jetzt in der Limited Edition Barbie. Also, also zum Mädelsabend hatte mich eine Freundin gefragt, ob ich ihr einen Schaumcleanser mitbringen kann. Ich glaube, ich bin cool und bringe ihr den hier mit. Ich glaube, das wird die feiern. ich fand den wirklich sehr angenehm. Der hat, also als ich den halt aufgebraucht hatte, ne, der hat jetzt nicht solo das Make-up bei mir runternehmen können, aber ich muss halt auch gestehen, ich schmink mich ja auch immer recht stark. Sei es die Lippen, sei es die Augen, ne, da bin ich halt auch immer sehr intensiv unterwegs. Da hat Make-up-Entferner halt echt was zu schrubbern und sowas verwende ich dann immer in Kombination mit einem Reinigungsbalm. In dem Sinne ja von Lip oder den Calm Balm, den ich sehr gerne mag. ja, Claudi. Warte mal, da gibt es auch aktuell noch einen anderen Code. Damit könnt ihr nämlich nicht nur 30% sparen, sondern ihr bekommt auch noch, ich glaube, Claudi Glow oder sowas oder Glow Claudi. Da bekommt ihr nämlich ab 69 Euro Mindestbestellwert auch noch was für Ome mit dabei. Und zwar The Glow Hero war das. Genau, ich habe gestern mein Aufgebraucht-Video gedreht, was am Sonntag online kommt. Die Timeline in meinem Brain ist echt ein bisschen verschoben. Genau, das bringe ich meiner Freundin definitiv mit. Da will die sich freuen. Dann habe ich hier etwas... der ist nichts für mich, der wird weiter wandern, aber in der Theorie ist es schön. Von Love Perfectitude Mattifying Primer Pore and Line Minimizer Oil Free 20 ml sind hier drin. Wie gesagt, in der Theorie richtig, richtig gut, weil es ist cool, dass wir einen Primer hier mit drin haben und wirklich so viel dekorative Kosmetik ist hier echt gut enthalten. Aber ich brauche halt echt keine mattierenden Primer. Ich bin so ein Glowy Girl, weil ich halt so eine Trockenpflaume bin, ne? Und deswegen liebe ich es, wenn ich mein Gesicht durch die Produkte, die ich danach auftrage, sei es Pflege, sei es Make-up, zum Strahlen bringe und zum Schimmern, also Highlighter. Und ich gehe auch gerne noch so mit Finishing Powders drüber, um halt noch so ein bisschen Bewegung reinzubringen. Ich verwende auch ab und an so Shimmer Blushes und sowas. Da ist das eher kontraproduktiv. Das macht alles nur noch trockener bei mir. Ne? Aber Love ist eine schöne Marke. Auch das wieder irgendwie rosa vom Packaging her. Es ist schon thematisch eine schöne Geschichte. Ne? Ja, wir bleiben rosa und sind hier beim Nagellack. Ich weiß gar nicht, ob ich den vielleicht schon habe. Nails Ink 45 Second Speedy Gloss in der Farbe No Bad Days in Notting Hill. Ne, ich glaube, den habe ich nicht. Aber das ist ein richtiges Barbie-Pink. Stehe ich drauf. Mag ich enorm gerne leiden. Dürfte ich aber tatsächlich in der Art und Weise schon ähnlich da haben. Jetzt nicht gerade auf den Fingern, aber da. In meinem Nagellackregal. Und da ist die Devise, wenn voll, dann voll. Ne? Dann ist wegen Überfüllung geschlossen und dann kommt auch keiner. Ne? Dann muss halt ausgetauscht werden tatsächlich. Ja, muss ich gucken, ob ich da vielleicht eine ähnliche Farbe von habe. Dann wird er natürlich auch ausprobiert, aber die Nails Ink Nagellacke sind schon sehr, sehr gut. Und ich habe auch aktuell in Anwendung den Base Coat von Nails Ink, diesen grünlichen. Und der macht halt wirklich zusammen mit meiner Nagelroutine an sich und auch dem Überlack von Essie, dieser Platinum Bla, dass mein Nagellack richtig lange hält. Also ja, das ist wirklich klasse. Jetzt gestern habe ich hier mir irgendwie eine Ecke weggehauen. Ich weiß nicht, was ich da schon wieder getrieben habe. Blödsinn wahrscheinlich, sehr vermutlich. Oh, guck mal da. Oh, au. Muss ich gleich mal eben feilen. au, das habe ich noch gar nicht gesehen, dass da der Nagelschau Kakao sagt. Aber gut, ich bin ja auch am Renovieren und am Wuseln hier die ganze Zeit, ne? Auf jeden Fall machen wir mit dem nächsten Produkt weiter. Und das ist ein Highlighter-Stick von Make-Up Obsession Illuminating Stick. Das finde ich schön. Ist riesig, ne? Mit 14 Gramm. Ist wahrscheinlich ein Dupe zu dem Milk. Wisst ihr, was ich meine? Und interessant, dass wir hier sowohl einen Stick-Highlighter haben, als auch die komplette Face-Palette von CIAT oder CIAT London, wo ja auch ein Highlighter mit drin ist. Aber, Fun Fact, ich persönlich verwende halt auch immer sowohl einen Flüssig-Highlighter als auch einen Puder-Highlighter. Das verlängert einfach bei mir persönlich die Haltbarkeit und ich feiere das immer wieder tierisch. Und das hier ist ein schöner Champagner-Ton. That's what she said. Und schaut einmal so aus. Ja, ich war gerade ein bisschen irritiert, weil draußen
Stimmen zu hören waren. Ich höre Stimmen. Ich würde sowas halt immer, dass ich mit dem Pinsel in das Produkt reingehe, ne? Und das dann erst auf das Gesicht gebe. Ich würde den jetzt eigentlich nicht so aufs Gesicht geben, weil gerade wenn man das zuerst so anwendet, aber ja gut, da ist noch der Blush jetzt drauf geswatcht, ne? Ich sollte einen anderen Finger nehmen. Nehmen wir einen unvorbelasteten Finger. Genau, so sieht er aus. Und das sieht sehr, wie soll ich das sagen, sehr sanft aus. Ja, und der ist auch sehr sanft. Wir haben keinen groben Glitzer. Seht ihr jetzt ja auch, das ist sehr, sehr sanft. Für manche vielleicht sogar fast zu sanft. Ne? Müssen wir mal gucken, wie der dann so ist. Wenn ich den dann wirklich in meinem Fullface auch mit einbinde. So, kommt aber zur Seite. Dann habe ich hier etwas drin von Six. Ich finde das so cool, dass wir in letzter Zeit auch öfter Schmuck in den Glossy Boxen drin haben. Gut, wir haben das meistens bei den Limited Editions dabei und ich habe in letzter Zeit auch sehr viele LEs von Glossy Box ausgepackt tatsächlich. Aber ich finde es einfach toll, muss ich wirklich sagen. Ist immer gut geschützt. Ah ja, und das hier ist ein Earcuff, der wird aber weiter wandern aus dem ganz simplen Grund, dass ich es einfach nicht trage. Ist aber auch nicht schlimm, finde ich. Ne? So sieht er aus. Kann man den sehen? So vielleicht? Ja, ne, da sieht man auch, dass da irgendwie so ein Sternmuster oder sowas drauf ist. Ich trage sowas nicht. Nee, ich habe dafür einfach zu große Ohren. Das sieht bei mir nicht aus. Nö, nö, nö. So, zwei habe ich noch. Einmal habe ich hier von Mina oder 3ina 334 The Longwear Lipstick. Wow. Barbie Pink, das grüßen wieder, ne? Also man muss es mögen, man muss auf diesen Vibe stehen, aber ganz ehrlich, wenn man nicht auf diesen Vibe stehen würde, würde man sich auch keine Glossy Box Barbie Limited Edition holen. Und das hier dürfte dann ein Liquid Lipstick oder sowas sein. Ja, den werde ich mir dann beim Full Face Beauty Boxen gönnen. Hat eine sehr matte Verpackung, weswegen der wahrscheinlich auch ja, ein Liquid Lipstick sein wird und in dem Sinne matt. 6,5 Milliliter sind hier drin. Das ist schon mal derbe. Muss man immer aufpassen, dass die Zähne nicht gelb werden. Der hier ist ja zum Beispiel recht grenzwertig. Ist von Benefit einer, den ich schon seit 100 Jahren habe, gefühlt. Ja, wirklich, ne? Das ist einer meiner ältesten Lippenprodukte. Und, oder mein ältestes Lippenprodukt habe ich mit euch ja auch zusammen in dem ungeschönten Video mal verwendet. Und habe dann einfach gemerkt, ich sollte den einfach mal aufbrauchen. Der ist zwar noch gut, der riecht gut, der fühlt sich an, der macht ein schönes Ergebnis und so. Ist auch wirklich super lange haltbar. Deswegen trage ich den jetzt auch zum Mädelsabend, ne? Nämlich der hier, der war auch mal in der LE-Box von Glossy Box mit drin. Der Real Double the Lip, ich glaube, die werden gar nicht mehr hergestellt. Und da ist gar nicht mehr so viel drin, den wollte ich einfach mal aufbrauchen. So, und dann haben wir noch ein bisschen was zur Pflege mit drin. Und zwar sind das Augenpatches von Grace und Stella, Everything is Better in Pink. Also das Motto, ich glaube, da hat jemand ganz viel Spaß gehabt, als die Produkte für diese Box aussuchen durften. Ne? Das waren so richtig... Pink Ladies, ich liebe es ja. Kollagen Boosting Eye Mask, Kollagen Boosting, ja, das sind einfach Augenpatches. Finde ich super, kann man sich gönnen. Ist schöner, wenn man die halt in großen Pöttchen drin hat, bla. Aber ja, haben wir jetzt hier, werden angewendet und ich mag sowas einfach gerne. 15 bis 20 Minuten lässt du die drauf. Und da ist es halt eigentlich immer relativ pelle, wie rum du dir die aufträgst. Wenn ich mir die, also wenn das hier jetzt das Pad ist, was ich verwende, ne? Wobei, hier ist es egal, der hat ja keine lange und keine dicke und dünne Seite. Also ob ich, wenn ich jetzt hier unten unter dem Auge das Dicke auftragen würde, wäre das dann quasi, um die Augenschwellung zu minimieren. Und wenn ich nach außen hin das Dicke auftrage, wäre das dann, um ja, meine Augencreme, wie heißt das, Cremefüße hier, ne, so ein bisschen bekämpfen zu wollen. So oder so, je nachdem, wie man möchte. Meistens mache ich das so, dass ich hier unten den dicken Wulst habe und dann außen das Dünne. Aber je nach Intensität meiner Augen, wie heißt das? Wie heißt das? Tränensäcke Größe. Wow, Tränensackgröße. Und der Intensität der Krähenfüße drehe ich das dann halt, wie ich das halt gerade möchte. Ne? So, auf jeden Fall haben wir das am Start. Das war doch mal eine coole Box. Also wir sollten natürlich auch wieder einen fetten, fetten Wert hier drin haben. Wir haben hier schöne dekorative Kosmetik drin. Gut, das ein oder andere Produkt, wo ich jetzt sage, nicht unbedingt was für mich, aber das ist halt auch einfach eine Limited Edition Box und keine Limited Edition Claudi Box. Ne? Das muss ich halt auch immer wieder betonen. Aber für 35 Euro, was man als Abonnent dafür bezahlt, bekommst du schon eine gute Geschichte. Einen guten Mix macht Spaß. Habe ich echt Laune drauf, ne? Ich bin in diesem Barbie-Vibe jetzt drin. Bin auf jeden Fall mental auch vollkommen auf den Mädelsabend vorbereitet. Und ja, denkt dran, in diesem Video könnt ihr eine Box gewinnen. Ja, alles, was du dafür tun musst, steht hier unter diesem Video in der Infobox drin. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne
einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Achso, ja, ich war gerade verwirrt. Da läuft gerade jemand entlang mit einem Hund, den ich kenne, aber die Person, die den Hund führt, kenne ich nicht. Und sowas ist immer so ein bisschen, ne? Ja, egal. Fühl dich ganz toll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist, wow, mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!